Just have a little patience. Still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside. Sie ist im sechsten Monat. Das ist von mir. Glaubst du, die Franziska wird ihr Kind unterjubeln? Anne und ich heiraten in 5 Wochen. Ich weiß. Sie kann keine Kinder kriegen. Franziska, zu, ich wollte dir sagen, dass ich da sein werde und zu meinen Verpflichtungen stehe. Morgen. Ich glaube, du bist der Erste, der hier jemals geklopft hat. Robert Schwarz. Lilly. Ich will das mit der Susanne hinkriegen. Wenn das klappen soll, dann müsstest du jetzt gehen. Du, die Franziska. Was ist mit dir? Ist gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Guck mal. Versprich mir, dass du mich nie verlässt, um mit einer anderen Frau ein Kind zu bekommen. Anne? Ist alles in Ordnung mit dir? Okay. Was ist los? Franziska ist schwanger. Aber... Geh weg. Anne, du musst mir jetzt zuhören. Als es passiert ist, war ich ja noch mit Franziska zusammen. Und ich habe es auch erst vor 2 Wochen erfahren. Und ich wollte es dir sagen, aber... Aber dann kam die Diagnose, dass ich keine Kinder kriegen kann. Schon klar. Genau. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Als ich es erfahren habe, war es ein Schock für mich und ich kann verstehen, dass es für dich auch ein Schock ist. Aber wir müssen irgendwie damit umgehen und schauen, dass wir es hinkriegen. Das ist doch kein Schock, Martin. Ein Schock ist was vorübergeht. Aber du bekommst ein Kind mit, Franziska. Das geht nicht einfach vorbei. Das bleibt ein Leben lang. Wann ist es soweit? In gut 3 Monaten. Mädchen oder Junge? Junge? Geh jetzt, ich muss allein sein. Ja. Na? Ich hab's gerade erfahren. Ich meine, gut, unter anderen Umständen würde ich da jetzt gratulieren, aber... Gratulation. Danke. Warum hast du es mir nicht gesagt? Weil ich nicht wollte, dass du dir Anne anlügen musst. Ich werde nach da drüben schlafen.
So, jetzt fahren wir zur Omi, Schatzi, hä? Ja. Freust du dich? Ja. Ja, der Papa freut sich auch schon. Achtung. Wir müssen los. Entschuldige, ich bin einfach schon mal den Tag durchgegangen. Okay. Kommst du? Ja. So, Schatzi, das. Uapa! So. Sagen wir noch der Mama tschüss? Ja, warte kurz, ich muss noch meinen Mitarbeiter auf Trab bringen. So. Tschüss, mein Schatz. Tschüss, tschüss. Tschüss, Mama. Warte mal. Quietschi. Quietschi. Danke, Mama. Na, da ist ja meine Mausemaus. Komm mal her. Hallo, Mama. Wir holen sie dann gegen 5 wieder, okay? Geht ihr wieder besser, oder? Naja, also zumindest arbeitet sie wieder wie besessen. Und zu Hause? Ja, kann man halt eben nicht so abhaken, so ein Burnout, ne? Ich bin für euch da, jederzeit. Und du weißt, was der Papa gesagt hat. Dass sie sich alle Zeit der Welt nehmen soll, um sich zu erholen. Danke. Na gut. Viel Spaß euch. Ciao. Ja, winke, winke zu Mama. Guck mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Mein Vater hat gerade geschrieben, dass wir ganz dringend zum Steinbruch kommen sollen. Na dann, auf geht's. Morgen, mein Sohn. Hey. Morgen, Lara. Richard, morgen. Also, was liegt an? Das Gutachten der Geologen. Die sind zu dem Schluss gekommen, dass man an der Ostseite noch maximal 2 bis 3 Jahre abtragen können. Ja, also jedenfalls in der Qualität, die wir dort bisher abgebaut haben. Was aber keinen von uns überrascht, oder? Ich meine, die Ostseite war von Anfang an als sie am wenigsten ertragreichste eingestuft worden. Schon von den Leuten deines Vaters. Aber vielleicht hilft es euch ja bei der Entscheidung, endlich den Steinbruch in Bad Nüssling zu übernehmen, bevor es die Familie Kreuzbacher tut. Also das Kreditvolumen, das wäre gewaltig. Mhm, Lara hat schon recht. Wenn wir nicht expandieren, werden wir irgendwann ausbluten. Absolut. Wir haben dich wirklich vermisst hier. Soll ich das Kaufangebot fertig machen? Tu das. Du, um 10 kommen die Ingolstädte. Du bist dabei. Schatz! Lara! Wird dich beim Frühstück vermisst? Ich hab keinen Hunger. Anne, wir müssen reden. Miteinander, komm. Klar. Finger weg. Anne. Anne, bitte. Komm. Und? Solange sie nicht ihre Sachen packt, besteht Hoffnung. Weißt du? Gruber? Herr Böhlert? Okay. Ist sie ansprechbar? Gut, bin unterwegs. Ich muss los, ich habe einen Notfall. Wir sehen uns in der Praxis. Alles klar. Notfall? Ja. Schaut ganz so aus. Glaubst du, dass die Anne die Hochzeit absagt? Darüber will ich gar nicht nachdenken. Das ist so komisch. Ich meine, ausgerechnet von der Apothekerin, oder?
Trotzdem kriegst du einen kleinen Halbbruder. Gut, dass Sie da sind. Wo ist sie? Im Büro von meinem Sohn. Ich bring sie hin. Eindeutig zu niedrig, mit 110 zu 70. Hatten Sie sowas schon mal? Eine Ohnmacht oder Kreislaufstörungen? Nein. Ich frage mal so, besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft? Das kann ich ausschließen. Ich will ja nicht drängeln, aber auf meinem Schreibtisch liegt eine Menge Arbeit und mir geht's wieder gut. Da haben wir was gemeinsam, Frau Wühlert. Meine Arbeit wartet in der Praxis. Hatten Sie eine Vorerkrankung, zum Beispiel einen Infekt oder Ähnliches? Ebenfalls nein. Schatz? Meine Frau hatte vor 2 Monaten einen Burnout. Ganze Arbeit in der Firma, unser Kind und so, das war halt eben alles ein bisschen viel. Okay, ich hatte einige Sitzungen beim Psychologen. Ich habe mich ein paar Wochen ausgeruht und bin jetzt wieder gesund geschrieben. Das ist doch erstmal gut. Ich würde Sie aber gerne trotzdem in die Praxis mitnehmen, zur Sicherheit ein EKG schreiben und einen Ultraschall vom Herz machen. Okay. Ja? Fahren wir. Gut. Bis gleich. Ja. Sie hat so früh wieder mit der Arbeit angefangen, oder? Wann war sie denn wieder hier? Seit 10 Tagen. Ich habe ja gesagt, sie soll sich mehr Zeit nehmen, ne? Ja. Herr Willert, machen Sie keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Wiedersehen. Sieht man ganz schön die Herzklappen. Gut, dann sind wir fertig soweit. Ich muss kurz raus, den Ausdruck holen. Sie können sich anziehen, wenn Sie Ihrer Frau behilflich sein. Und dann nehmen Sie bitte Platz, ja? Und? Der Ultraschall ist unauffällig. Die Herzklappen sind auch okay. Sie haben sie ja kurz gesehen. Beim EKG allerdings sieht man ab und an eine kleine Verlangsamung in der Herzfrequenz. Das heißt, eine Bradykardie, die unter Umständen für Ihre Ohnmacht vorhin verantwortlich sein könnte. Mhm. Bei Ihrem Burnout hatten Sie noch andere körperliche Symptome? Ich sag mal, Herzrasen, Atemnot, sowas in die Richtung? Nein. Ich habe mich einfach nur sehr, sehr leer gefühlt, schlapp. Konnte schlecht schlafen, mich nicht konzentrieren. Klassisches Erschöpfungssyndrom. Verstehe. Hat man Ihnen Medikamente verschrieben? Nein. Okay. Gut, dann würde ich Ihnen jetzt noch Blut abnehmen, damit wir dann ein Gesamtbild haben. Ich würde gerne morgen das EKG noch mal wiederholen. Ich bereite mal vor. Na also. Herr Doktor. Ja. Das ist doch nichts Ernstes, oder? Es ist sehr unwahrscheinlich, Herr Willers, aber wenn eine Frau in diesem Alter mit dieser Konstitution einfach so zusammenklappt, dann schaue ich lieber gern noch mal hin. Ja, ich mache mir nur ziemliche Sorgen. Inwiefern? Naja, sie kam vor 2 Monaten von einer Dienstreise zurück und stand irgendwie völlig neben sich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ihr viel schlechter geht, als sie zugeben will. Das könnte durchaus so sein, Herr Willert. Aber jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Sobald ich was weiß, gebe ich Bescheid. Ja? Danke. Ein Kaffee. Dankeschön. Ist es richtig, dass das Labor auch auf Barbiturate und Benzos untersuchen soll? Ja, ihre Pupillenreflexe waren mir ein bisschen zu langsam. Hat sie denn gesagt, dass sie Medikamente nimmt? Nein, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Danke. Dr. Meinert hat wirklich gesagt, dass du wieder fit bist? Ja, hat er. Hier, Vorsicht, heiß. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was los ist, was du mir nicht sagst. Ist alles gut. Wirklich. Ja. Keine Ahnung, ich dachte, vielleicht hast du eine Affäre oder so. Ich habe keine Affäre. Das ist Quatsch. Ja. Okay. Muss los. B
Bis später. Und du weißt? Beine hoch. Beine hoch. Und Ruhe. Auch die ganze Zeit zu sagen, dass es Schicksal ist, dass es nichts mit mir zu tun hat. Dass es alles passiert, als wäre kein Paar waren, Ende. Genau so ist es. Bis gestern gab es Martin und mich und die Idee von einer gemeinsamen Zukunft. Und jetzt wird es immer Franziska und das Kind geben. Wieso hast du mir denn nichts gesagt? Du hast es doch schon länger gewusst. Ja, sie hat es mir als Erste erzählt und mich gebeten, mit dem Martin zu reden. Ja, klar. Ich bin schwanger, vielleicht interessiert er sich wieder für mich. Anne, der Martin liebt dich. Und daran ändert sich auch nichts, nur weil die Franziska ein Kind von ihm erwartet. Aber wie soll das gehen? Jedes Mal, wenn ich die Franziska und ihn und das Kind sehe, dann wird mir klar, dass ich das nicht kann. Ihr müsst reden miteinander. Du, Martin, vielleicht zu dritt mit der Franziska. Nein, auf keinen Fall. Er braucht dich im Moment genauso wie du ihn. Franziska, hi. Was gibt's? Nur Positives. Ich bin gerade entlassen worden und wir sind beide wohlauf. Das sind doch gute Nachrichten. Ich freue mich. Ich gucke mir heute Nachmittag in Elmar das Haus an, von dem ich dir erzählt habe. Und ehrlich gesagt hätte ich dich gerne dabei, damit wir die Entscheidung zusammentreffen können. Super Idee. Wenn wir es vertagen könnten, wäre es vielleicht nicht schlecht, weil dann könnt ihr mich eventuell noch mit Anne besprechen. Martin, ich muss mich leider ziemlich schnell entscheiden. Machen wir es doch so, du meldest dich, wenn du im Anflug bist, okay? Mach ich. Bis später. Jo, bis dann. Ciao. Das Labor von der Patientin Wühlert. Danke, das ist Frau Belling. Mhm. Frau Kemper? Ja? Rufen Sie bitte Frau Wühlert an, sie soll einmal vorbeikommen, ja? Schon dabei. Danke. Danke, dass Sie es einrichten konnten. Klar. Der Grund, warum ich Sie hergebeten habe, Frau Wühlert, ist das Ergebnis der Laboruntersuchung. Es geht um Ihre Blutwerte. Was Schlimmes? Nichts, was Sie überraschen sollte, denke ich. Wir haben in Ihrem Blut den Wirkstoff Propranolol festgestellt, ein Beta-Blocker. Nehmen Sie das als Beruhigungsmittel? Ja. Wann zuletzt? Heute Morgen. Propranolax. Propranolax, verstehe. Wer hat Ihnen das verschrieben? Der Psychologe, bei dem ich in Behandlung war. Das ist interessant. So eine eher ungewöhnliche Medikation beim Burnout-Syndrom. Frau Wühlert, Sie hatten einen schweren Kreislaufzusammenbruch. Und ich finde es relativ fahrlässig, dass Sie mir als behandelnden Arzt verschweigen, dass Sie ein herzwirksames Medikament einnehmen. Okay, jetzt wissen Sie es ja. Was ist denn? Noch nicht ganz. Ich habe ein Problem, Frau Wühlert, und zwar ist die Konzentration des Wirkstoffs in Ihrem Blut sehr hoch. Und Propranolax wird leider immer wieder genommen bei Suizidversuchen. Da steht eine Frage im Raum. Ob ich? Entschuldigung, das ist absurd. Nein, ich habe nicht versucht, mir das Leben zu nehmen. Wissen Sie, ich liebe meine Tochter und ich liebe meinen Mann. Und ich könnte den beiden sowas niemals antun. Nehmen Sie es regelmäßig? Ab und zu. Okay. Dann, glaube ich, verstehe ich Ihre Situation. Zum einen muss ich Ihnen sagen, dass es bei weiteren Einnahme des Medikaments zu massiven Herzproblemen kommen kann. Und zum anderen muss ich Ihnen als behandelnder Arzt sagen, dass Sie es einfach nicht mehr nehmen sollen. Bin ich durchgedrungen? Ja. Dann bedanke ich mich, dass Sie nochmal gekommen sind und wir sehen uns morgen zum Kontroll-EKG. Vielen Dank. Gerne. Ich habe zu danken.
Dr. Gruber? Kurze Störung. Ich wollte nur fragen, ob Sie mir den Kontakt geben könnten von dem Psychologen, bei dem Ihre Frau in Behandlung war. Ja, Dr. Meinhardt in Söll. Warum? Eine Routine. Ich würde Ihre Frau gern ein Kreislaufmedikament verschreiben und das möchte ich mit dem Kollegen einfach abstimmen. Ja? Ja, okay, verstehe. Ja. Haben die Untersuchungen im Labor schon was ergeben? Nein, noch nicht. Sobald ich was weiß, melde ich mich. Ja, vielen Dank, Herr Doktor. Bitte. Wie geht's dir, Lara? Ja, danke, schon viel besser. Gut. Der Lennart und die Judith kommen heute Abend vorbei. Ich werde einen Grill anschmeißen. Kommst doch auch. Ja. Die Mama wird sich bestimmt freuen, wenn sie ihre Söhne mal wieder zusammen sieht. Ja. Ja. Ist vielleicht eine schöne Idee. Dr. Meinhardt, vollstes Verständnis. Natürlich, ist bei mir genauso. Ich danke, Dr. Meinhardt, wiederhören. So, er hat sich also auf seine Schweigepflicht berufen. Ja, hat er, natürlich, klar. Aber er hat auch angedeutet, dass er das Propranolax Frau Wöllert nicht zur ständigen Einnahme verschrieben hat und dass sie nicht wegen eines Burnouts bei ihm in Behandlung war. Mhm. Frau Kemper, haben Sie es gefunden? Eine Sekunde. Meinst du, sie ist doch suizidgefährdet? Nee, da war sie absolut glaubwürdig, aber gut, man weiß es nie. Also, Dr. Meinhardt ist ja ein Spezialist in Sachen Traumatherapie. Mhm. Und dazu hat er auch ziemlich viele Artikel veröffentlicht, unter anderem zu dieser Studie, an der er beteiligt war. Genau das wollte ich wissen. Danke, Frau Kemper. Okay. Kann man den Termin von Herrn Ung um eine Stunde verschieben? Bestimmt. Ist wunderbar, dann machen Sie das. Gut, bin raus. Ist der alte Wimmer von der Innung. Okay. Servus, Toni. Ist das dein neuer Kursename für mich, ja? Na, Toni, ist kein Problem. Du störst überhaupt nicht. Sorry, aber die Mama ist gerade neben mir gestanden. Ich wollte einfach nur mal kurz hören, wie es dir so geht. Danke, gut. Dir? Auch gut. Und das, was da zwischen uns passiert ist, das fühlt sich gar nicht so an, als wäre das passiert. Ja, es geht mir auch so. Weit weg ist alles. Ja, aber solltest du morgen Abend zufällig beim Hollerwirt sein? Auf ein Bier? Nur als Freunde? Also, ich denke, das ist keine so gute Idee. Ja, du hast recht. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Und? Was sagt der Toni? Es ging bloß um die Verlegung von dem Termin nächste Woche. Ich weiß wirklich nicht, was Sie meine Termine bei Dr. Meinhardt angehen. In dem Gespräch mit Dr. Meinhardt ging es auch eher um eine groß angelegte Studie, an der er teilgenommen hat. In dieser Studie ging es um Patienten mit einem posttraumatischen Syndrom. Und diesen Patienten wurde neben der Gesprächstherapie Propranolol verabreicht. Und Kollege Meinhardt hat nur erwähnt, dass Sie diese Therapie dann abgebrochen haben. Und ich vermute, Frau Wöllert, dass Sie das Medikament weiternehmen, weil Sie denken, Sie können sich selbst therapieren. Ich höre auf, es zu nehmen, versprochen. Das ist nur die halbe Wahrheit, Frau Wöllert. Der Punkt ist, dass das, was heute Morgen passiert ist, das passt zu dieser posttraumatischen Störung. Sie machen eine Therapie, ohne sie ihrem Mann zu sagen. Sie brechen sie ab und nehmen heimlich starke Beruhigungsmittel. Und ich als Ihr Arzt bin natürlich aufgerufen, Ihnen zu helfen. Ich möchte Ihnen helfen. Aber dazu muss ich wissen, was los ist. Wissen Sie, das Schlimme bei so einer Therapie ist, dass man alles immer noch macht? Nochmal und nochmal erzählen muss. Ich war vor 2 Monaten auf einer Baumesse in Graz, Dienstreise. Wir haben abends gefeiert und haben getrunken. Ich habe getrunken. Und dann hat mich
Dann hat mich ein Mann gefragt, ob ich mit in die nächste Bar kommen will. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann hat er mich gefragt, ob wir ein bisschen frische Luft schnappen. Und dann ich habe Nein gesagt, immer wieder. Nein, nein. Aber er hat nicht aufgehört. Und es war so, als wenn es, wenn ich mich von außen gesehen hätte, als wenn es mir gar nicht passiert ist. Warst du bei der Polizei? Nein. Ich komme damit klar. Offensichtlich nicht. Vielleicht würde es helfen, wenn man den Täter fasst. Ganz sicher nicht. Ich würde so gern einfach mal wieder aufwachen und ich würde meinen Mann anstrahlen und ich würde meine Tochter anstrahlen. Und ich würde so gern meinen Mann wieder lieben können. Ich vermute mal, dass Ihr Mann bemerkt hat, dass mit Ihnen was nicht stimmt, dass Sie sich verändert haben. Ich glaube, Sie sollten mit ihm sprechen. Sie brauchen seine Unterstützung. Was ist, wenn es ihn überfordert? Frau Bühlert, vom medizinischen Standpunkt her stehen Sie enorm unter Stress. Das heißt, Ihre Bradykardie kann unter Umständen natürlich auch psychogene Ursachen haben. Das ist das Geheimnis, das Sie bewahren. Das macht Sie krank. Ich würde gern von Ihnen ein Herz-CT machen, um eventuelle strukturelle Probleme des Herzens abzuklären. Okay. Klar. Gut. Schatz? Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich muss kurz mal ein bisschen Frust ablassen. Es war einfach ein bisschen viel. Hat mich mal komplett aus den Seilen geholt. Wir haben einen Termin vereinbart für ein Herz-CT. Routine. Okay. Ah, ja. Ja? Alles gut, wirklich. Dann machen wir es so, Frau Bühlert. Bis dann, wir telefonieren. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Dr. Gruber? Ja? Was genau war das eben da drin? Wie meinen Sie? Naja, offensichtlich gehen hier Sachen vor, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Nein, Frau Bühlert, es ist nur so, dass ein Burnout quasi ein Ausnahmezustand ist, bei dem... Ich habe recherchiert, habe Artikel gelesen und ja. Vielleicht treffen einige Symptome zu. Aber dass es sich mir so dermaßen entzieht, dass es nicht mal erträgt, wenn ich sie berühre, das ist doch nicht normal, oder? Ich muss wissen, was mit ihr los ist, Herr Doktor. Herr Bühlert, ich verstehe Ihre Ohnmacht. Aber geben Sie Ihrer Frau die Zeit, die sie braucht, um sich zu erholen. Und ich melde mich wegen des Termins bezüglich des Herz-CTs in der Klinik, ja? Alles ist gut. Danke. Schön, dass du gekommen bist. Ja. Komm, ich zeig dir alles. Und die Lage ist super. Ja. Ich habe geguckt, es sind 12 Minuten bis zur Praxis und 20 zum Hof. Und da oben, guck mal, da könnte ich mir ein Büro einrichten. In einem großen Raum. Ah. Bis wann musst du dich entschieden haben? Schnell. Es steht ab sofort zur Vermietung frei. Franziska, hör zu, ich bin mir nicht sicher, ob das letztendlich die richtige Entscheidung ist. Weil wenn du ihr dann hier seid und du läufst dann Anne die ganze Zeit über den Weg. Und was meinst du, wie du dich dann als Vater einbringen willst? Das wird sich zeigen. Das werden wir dann sehen. Okay, also, wie gesagt, wenn du glaubst, es wäre besser, dass ich mit dem Kind in München bin, dann akzeptiere ich das. Okay. Oh, übrigens, meine Anwälte waren fleißig. Ja, da bin ich mir sicher. Na, es gibt ja auch einiges zu regeln. Für den Fall, dass mir mal was zustößt. Also mit Geld und da ist eine Sorgerechtsvereinbarung dabei. Ich dachte, das wäre in deinem Interesse, dass wir es uns teilen.
Ja? Lies es dir in Ruhe durch und vielleicht sprechen wir morgen drüber. Hm? Ja. Gut, ich muss los. Menschenleben retten? Ja, ich gebe mein Bestes. Wir telefonieren. Der kann auch netter sein. Herr Böllert. Herr Dr. Gruber. Ich war gerade in der Nähe, beim Schöttler. Ich habe dort ein Prachtexemplar von einem Wildlachs verstanden. Okay. Später ein kleines Grillfest. Ja. Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie, wir halten schon immer sehr eng zusammen als Familie. Und dass der Lara heute so schlecht ging und die Wochen davor auch schon, das beschäftigt uns natürlich. Erst recht meine Frau. Ja. Das kann ich verstehen, Herr Willert, aber Sie können auch verstehen, dass ich Ihnen dazu nichts sagen kann. Ich mache mir auch große Sorgen um den Jan. Ich meine, das alles, das belastet die beiden natürlich. Ja, ja, verständlich, wahrscheinlich für die Firma auch nicht einfach. Aber wie gesagt, Sie verstehen, dass ich Ihnen dazu nichts sagen kann. Naja, ja, wie gesagt, ich weiß auch nur, gerade in der Gegend. Ja. Schönen Tag noch, Herr Doktor. Ja, danke. Alexander, mein Bester. Martin, mein einziger Freund, du batest um Rückruf. Hier ist er. So ist es. Ich danke dir dafür. Es geht um die Patientin Wöhlert. Lara Wöhlert? Genau, Lara Wöhlert. Frage, hättet ihr morgen noch einen Platz für ein Cardio-CT? Hast du gerade was gehört, Martin? Das war ein Seufzer. Ja. Ich kümmere mich drum. Okay. Das ist gut. Apropos, wie geht's mit der Neuen? Hm. Versteht sich blenden mit der Alten. Ich melde mich bei dir, Martin. Gut, ich danke dir. Ciao. Alexander. Vera. Und? Gut unterhalten? Ach, na komm. Immerhin hat Frau Dr. Rüdiger doch einen sehr wichtigen Forschungsauftrag mit an unser Haus gebracht. Und als Leiterin der Chirurgie ist eine wichtige Ansprechpartnerin. Na klar. War ja auch mein Job. Ich dachte, du warst mit ihrer Berufung einverstanden. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Es gibt eine Menge Krankenhäuser und eine Menge freie Stellen. Und ich werde mich umschauen. Du willst mich doch nicht etwa verlassen, oder? Privat nicht, aber beruflich auf jeden Fall. Na dann. Wie? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Alexander, vielleicht schaffst du es, mich zu verlassen, aber deinen besten Freund. Niemals. Den wirst du hier nie im Leben zurücklassen. Das wirst du sehen. Ich werde mit ihm Schluss machen. Ha! Du, falls es dir zu viel wird, fahren wir sofort wieder, okay? Alles gut. Ist doch schön, dass wir mal alle wieder zusammen sind. Eben. Schaut euch mal den Wildlachs an. Oh, der ist ja riesig. Oh. Lennart, wo ist denn die Grillzange? Die habe ich. Oh, geliefert. So. Was ist denn das? Na gut, nicht? Hey, Papa. Hey. Lenny. Hallo. Bruderherz. Endlich mal wieder. Ja. Hi. Ja, also wenn ein Burnout noch schöner machen würde, dann bist du der Beweis dafür. Hallo, Lennart. Naja, ich bin Anwalt, du weißt schon. Naja, gut, los, wir spielen Fußball, komm. Spielt ihr mit? Jungs, mitspielen Fußball. Zack, zack. Ja. Zwei gegen einen. Ja. Ui. Lara! So, Frau Wöllert, der Blutdruck ist wunderbar, aber leider im Keller. Mit 90 zu 60, der Puls demzufolge hoch, 110. Fühlen Sie sich wieder ein bisschen besser? Ja. Okay. Herr Wöllert, hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich? Ich würde gerne kurz mit Ihrer Frau alleine sprechen. Ja, natürlich. Danke.
eine Frage. Haben Sie wieder Propranolol genommen? Nein, wirklich nicht. Okay. Wir haben eine Situation. Sie hatten heute zum zweiten Mal einen Kreislaufzusammenbruch. Dann muss es eine andere Ursache haben. Wenn Sie weiterhin verdrängen, was Ihnen zugestoßen ist, dann wird es Sie krank machen. Das tut es ja schon. Das werde ich aber müssen. Warum sprechen Sie nicht mit Ihrem Mann? Sie können mit mir sprechen. Ich unterliege der Schweigepflicht. Es war Richard. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich meine, was? Geht's mir jetzt besser? Ja? Frau Wühlert. Ja, wirklich, was? Ich meine, Vorschlag, wir fahren Sie mir in die Praxis, dann können wir in Ruhe reden. Sie müssen jetzt hier erstmal weg, ja? Okay? Bitte. Ja? Gut. Herr Wühlert, wir haben uns entschlossen, dass wir nochmal zu mir in die Praxis fahren und wir nochmal ein EKG schreiben wollen. Das ist reine Routine. Ja? Moment, Entschuldigung. Wühlert? Wieso kann ich nicht dabei sein beim simplen EKG? Weil es ein simples EKG ist, Herr Wühlert, und Ihre Frau im Moment etwas Ruhe braucht. Ruhe? Von mir? Wie gesagt, es ist ein simples EKG. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Wir sind auch gleich wieder da. Ja? Regina ist eine großartige Schwiegermutter. Beste Großmutter, die man sich vorstellen kann. Und Lennart, Jans Bruder, das ist ein toller Mensch. Hat tolle Kinder und eine tolle Frau. Und ich würde das alles kaputt machen. Ich glaube, das hat ihr Schwiegervater schon erledigt mit dem, was ihn angetan hat. Er lügt seine Frau an, sie lügen ihren Mann an. Klingt nicht unbedingt nach einer harmonischen Großfamilie. Ich muss mit der Wahrheit leben. Richard muss mit der Wahrheit leben, so haben wir es besprochen. So haben Sie es besprochen? Ja, er kam danach zu mir, hat sich entschuldigt. Hat gesagt, dass er auch nicht weiß, was in ihn gefahren ist. Und dass er vermutlich auch nicht will, dass es jemand erfährt. Eine interessante Auffassung. Der Täter sagt dem Opfer, was zu tun ist. Glauben Sie, dass das der richtige Weg ist? Es ist immer ein machbarer Weg. Aber der Weg macht Sie krank, Frau Wühlert. Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Das ist alles. Fakt ist, dass es eine Straftat ist. Und Fakt ist auch, dass ein Täter angezeigt werden muss. Es geht um Ihr Leben und nicht um das Leben der Großfamilie. Ja, genau. Es geht um mein Leben. Und in meinem Leben bin ich mit einem Mann verheiratet, den ich sehr liebe. Und wenn er davon erfährt, dann... Was ist, wenn er nicht damit klarkommt und mich verlässt? Verstehe. Also ich verstehe, dass Sie Ihren Mann schützen wollen. Ich werde es schon hinkriegen. Bringen Sie mich noch nach Hause? Klar, das war der Plan, natürlich. Liebe Frau Kemper, scheint ihr ja wieder gut zu gehen, ha? Huh? Ja, die hat die Trennung wohl ganz gut wegsteckt. Huh? Ein Glück, dass du da bist. Übrigens, hier ist heute sowas von der Teufel los. Okay. In der 5 muss der Duschkopf getauscht werden und in der 12 hat ein Gast die Gardinenstange aus der Halterung gerissen. Ach, und könntest du so nett sein, der Karin beim Fasswechsel zu helfen? Ich schaff das immer noch nicht allein. Dankeschön, du bist mein Held. Ach, und unsere kleine Prinzessin möchte später mit dir noch rechnen üben. Ist er für demnächst noch die Schule zuständig? Ja, die Schule und ihr Super-Daddy. Dann bis morgen, Frau Wühlert. Bis morgen.
Und? Ja, EKG war in Ordnung und ich soll morgen noch mal zum Herz-CT. Okay. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir uns einen schönen Abend machen? Hm? Film gucken? Kannst auch einen aussuchen. Hallo, schöne Frau. Blöde Komplimente bringen uns jetzt auch nicht weiter. Ja, ich... Anne, es tut mir unendlich leid, wirklich. Ich weiß, aber das ändert nichts. Ich habe heute Franziska getroffen. Ja, an den Satz werde ich mich jetzt gewöhnen müssen. Sie überlegt, ob sie sich hier in Elmann Haus mietet. Was? Die will hierher ziehen? Das ist erstmal nur eine Überlegung, Anna. Martin, ich kenne dich doch. Der wird seine Zähne kriegen und nächtelang durchschreien. Und du wirst Franziska beistehen wollen. Und dann wirst du losrennen, wenn er die ersten Schritte macht. Und dann wirst du so gerührt sein, weil er dich Papa nennt. Und dann kommt er in den Kindergarten, erster Schultag, Erstkommunion, Sportfest und dann die Fußballspiele, weil es wird ja ein Sohn. Anne, bitte, bitte. Und ich habe damit einfach nichts zu tun. Natürlich wirst du damit zu tun haben. Du bist meine Frau, du wirst daran teilhaben. Tante, Anne. Ja, ich... Anne, wie gesagt, das mit dem Herzen ist erstmal nur eine Überlegung. Und ich denke auch, dass es keine gute Idee ist. Er ist aber trotzdem dein Sohn. Und wenn ich mir das vorstelle, dann merke ich, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen will. Und wieso 8? Weil 4 und 4 einfach 8 ist. Und wer bestimmt das, dass 4 und 4 8 ist? Das haben sich irgendwann mal ziemlich kluge Menschen ausgedacht. Die haben sich das ganze Chaos um sich herum angeschaut und dann haben sie sich gedacht, das Chaos, da müssen wir dringend einmal eine Ordnung reinbringen. Und dann haben sie sich die Zahlen ausgedacht und die Gesetze der Mathematik. Und wenn sie sich geirrt haben mit ihren Gesetzen? Deine Lehrerin wird dich lieben. Jetzt ab nach oben, umziehen. Ist ja auch schon nach 9. Wenn du das sagst. Auf geht's.
Guten Morgen, Schatz. Clara? Scheiße. Clara! Martin! Wir müssen... Ja, wichtig ist, keine Panik jetzt bitte. Und Sie erleben den Notarzt und ich bin unterwegs. Bis gleich. Notruf! Ja. Sauerstoffsättigung 75% beatmen. Ja. Schatz. Lara. Okay, ich brauche 1,5 Milligramm Adrenalin. Lara. Herr Böhler, gehen Sie zu Ihrem Kind, bitte. Okay, gut, Herr Kollege, ich übergebe, ja? Danke, meine Herren. Es wird alles gut, ja? Lilly? Wo bist du denn? Schau mal, habe ich unter dem Bett gefunden. Okay, komm. Alexander? Hör zu, Patientin Wöhlert ist auf dem Weg zu euch mit dem Notarzt. Schwere Bradykardie inklusive Herzstillstand, Reanimation war erfolgreich. Vitalwerte sind stabil. Ja, und stellt dich auf eine Überdosis Propranolol ein. Ja, danke dir, ciao. Okay, dann schmeiße ich dich bei der Praxis raus, ja? Danke. Lilly, hast du toll gemacht, danke dir. Sie ist stark. Sie wird es schaffen. Ja. Frau Wöhlert war bei ihrer Einlieferung orientiert und ansprechbar. Ihre Vitalwerte sind stabil und sie bekommt Kochsalzlösung. Also im Prinzip ist sie über den Berg. Mhm. Ich nehme an, ihr habt ihr den Magen ausgepumpt. Sie sagt, sie hat 2 Tabletten genommen zur Beruhigung. Bei einer Überdosis Propranolol wäre ihr Kreislauf auch deutlich instabiler. Sie hatte bereits gestern so einen Zusammenbruch. Mhm. Hatte sie. Der Herzschall war unauffällig und das EKG zeigte das Echo einer Bradykardie. Das Labor schließt eine Medikamentenunverträglichkeit aus. Naja, was ihr da nicht wisst, Freunde, ist, dass Frau Wöhlert vor 2 Monaten das Opfer einer Vergewaltigung wurde. Also eine psychogene Reaktion, das Ganze. Wahrscheinlich, aber in der Dimension eher ungewöhnlich. Dr. Feinig, können wir das Herz-CT vorziehen? Sicher. Danke. Ich hole dann Ihren Mann. So, Frau Wöhlert, Stand ist, wir können das CT vorziehen. Okay. Und dann werden wir sehen, wie es in dem Herzen aussieht. Ja, wissen wir ja, oder? Gott sei Dank. Gut, Frau Wöhlert, Sie wissen Bescheid, ja? Dann lasse ich Sie beide. Ich bin draußen. Hey, es tut mir leid, dass ich dich so erschreckt habe. Hauptsache, dir geht's wieder besser. Ich bin dein Mann und ich werde deine Hand halten. Hey. Ich bin's. Lass mich. Du sollst mich in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Ich kann es erklären, ja. Herr Dr. Gruber. Herr Wöhlert. Mein Sohn ist... Das ist bei seiner Frau. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Nein, danke. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie wieder gehen.
Bitte? Herr Müller, Ihre Schwiegertochter ist angeschlagen. Sie hat Medikamente bekommen und sie braucht einfach Ruhe. Ich bin doch eigentlich hier, um meinen Sohn beizustehen. Das ist nicht nötig. Wir haben alles im Griff. Gut, dann sagen Sie dem Jan doch bitte, dass ich wieder los bin. Mach ich. Martin, mein einziger Freund, was ich dir jetzt zu sagen habe, wird dir nicht gefallen. Martin, mein einziger Freund, rate mal, wer demnächst das Weite suchen wird. Wir müssen reden. Das, genauso will ich es machen. Martin, wir müssen reden. Worüber willst du mit mir reden? Ich bin so überrascht, wie hast du gerade gesehen? Ja, gesehen. Wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Franziska ist schwanger. Nein, die Rüdiger ist nicht schwanger. Von wem? Ja, von mir, nicht vom Heiligen Geist. Weiß alle Bescheid. Sie sagt, sie möchte mich heiraten, aber die Franziska mich und ein Baby. Kann ich verstehen. Das ist klar. Und du, was wolltest du mir sagen? Ich wollte mal horchen. Horchen wollte ich. Ob wir zusammen mal wieder was trinken gehen, ne? Ein Säftchen. Und du nicht. So klang das aber gerade nicht. Ach, papalapap. Natürlich. Ich melde mich, wenn das CT fertig ist, ne? Gut, wenn Herr Böhlert kommen sollte, der Schwiegervater von Frau Böhlert, dann lass ihn bitte nicht zu ihr. Denk dran. Und? Na, hast du es ihm gesagt? Nein, es war nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Frau Kemper, ja, ich bin unterwegs. Sagen Sie der Frau Janninger bitte, sie möge um 17 Uhr vorbeikommen. Ja, wunderbar. Danke, wiederhören. Sie wussten es, oder? Ja, sie hat es mir erzählt. Ja, kein Wunder, dass es so ist, wie sie ist. Hatte also die ganze Zeit recht, dass sie eine Affäre hatte. Also, Affäre. War ja nur einmal, aber kann man wohl eher vom Seitensprung sprechen. Aber immerhin. Hat nie gedacht, dass er sowas macht. Herr Willert, zumindest nimmt sie es nicht auf die leichte Schulter. Herr Willert, Sie entschuldigen mich. Was hältst du davon, wenn wir heute an einem freien Abend mal wieder was zu zweit machen? Brunnerwirt oder so vielleicht. Oder? Oder sowas total Verrücktes wie mexikanisch essen gehen, wie früher. Klingt gut. Und was machen wir mit der Kleinen? Ihr ruft die Tanja an. Sie hat doch eh gesagt, dass sie gerne mal wieder spontan einspringen wird als Babysitter. Ist er einverstanden? Ja, sehr einverstanden. Gut. Ciao. Wo ist der Hans? Der ist unten bei der Baustelle für den zweiten Stall. Was macht die Baustelle von dir und Martin? Du kennst doch Martin. Wenn Martin Vater wird, dann wird er ein guter Vater werden wollen. Und wenn er ein guter Vater sein will, dann wird er viel Zeit mit Franziska und seinem Kind verbringen. Ja, wahrscheinlich. Und was mache ich denn in dem Ganzen? Weißt, entweder ich lache alles weg und tue, es wird mir nichts ausmachen, obwohl es mir total wehtut. Oder ich bin die nervige Ehefrau, die ständig die Augen verdreht, wenn er zu Franziska und seinem Kind aufbricht. Wie soll man denn da glücklich werden, Lisbeth? Weil es etwas gibt, was nur euch beide betrifft. Liebe ist aber nichts Abstraktes, wenn man zusammen wohnt, sondern das ist sehr konkret. Bitte, gib nicht auf.
Ich rede nachher mit ihm, ja? Martin, gut, dass du anrufst. Ja, hast du einen Moment? Ja, ich wollte mich auch gerade melden. Der Herr Bäumler, also der Vermieter des Hauses, der hätte am liebsten heute noch eine Entscheidung. Ah, okay. Das ist eigentlich der Grund, warum ich anrufe. Es ist ein wirklich schönes Haus. Was wäre denn, wenn das Ganze jetzt, sagen wir mal, nicht so offiziell abläuft, so mit Vereinbarungen und Verträgen und so? Und die Frage ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel in München bleiben würdest oder ihr, dann könnte ich euch genauso gut besuchen und ein guter Vater sein und... Und das Sorgerecht? Franziska, ich kenne dich, ich schätze dich und ich vertraue dir. Und ich glaube nicht, dass du irgendetwas gegen das Wohl des Kindes unternehmen würdest. Weißt du was? Lass uns das nicht am Telefon besprechen. Ich würde heute Abend noch mal bei dir vorbeikommen. Warum? Martin, wir haben bald ein gemeinsames Kind. Wir müssen solche Dinge doch persönlich besprechen. Bis nachher. Die CT-Scans von Lara Wöhlert sind gerade eingetroffen und ich habe Dr. Fenrich und Dr. Kahnweiler für Sie in der Leitung. Wunderbar, ich stelle Sie durch. Mhm. Martin, so muss ein Herz aussehen. Perfekt. Keine Funktionsstörung, keine Infarkte, keine Läsionen. Unglaublich schöne symmetrische Kontraktionen. Ja, ja, das ist alles wunderbar. Das Problem ist nur, sollen wir es die Frau ohne Diagnose nach Hause schicken? Naja, jedenfalls ohne eine Diagnose im schulmedizinischen Sinne. Ich habe als junge Ärztin in einem Frauenhaus gearbeitet. Bei den schwer traumatisierten Patienten kam es auch Monate nach dem Traumaereignis noch zu Symptomen wie Herzrasen und Atemnot. Martin, du glaubst doch selbst, dass es was Psychogenes ist, oder? Alexander, ja, das stimmt, da gibt es einen Zusammenhang. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir irgendetwas übersehen haben. Manchmal ist man einfach am Ende seines Lateins. Ja, das stimmt, Dr. Fendlich, aber ich wehre mich dagegen. Aber es ist alles gut soweit. Dann danke an euch und bis dann. Ja, wir melden uns. Tschüss. Das hebt auch nicht gerade die Laune, oder? Noch einen? Ja. Ich kann schon verstehen, dass die Anne Zeit braucht. Sie fühlt sich halt betrogen. Ich hab sie doch nicht betrogen. Ja, aber so gut wie. Ich denke gerade über was anderes nach. Und zwar, ob ich Franziska das alleinige Sorgerecht geben soll. Aber dann bleiben Franziska und das Kind in München. Das wäre die Option. Dann wäre das alles ein bisschen separierter. Hm? Willst du das denn? Im Moment geht es nicht darum, was ich will. Abgesehen davon, ich will nur, dass es Anne wieder gut geht. Robert! Ist was passiert? Alles gut. Schön, Sie zu sehen, Dr. Gruber. Ja. Ich wollte dich nur kurz fragen, ob du heute Abend Zeit hast. Auf ein Bier am Hintersteiner See zum Beispiel? Ja, gern. Dann hole ich dich um 7. Baue ich oben ab? Ich freue mich. Tschüss. Alter. Musst du gleich mal fragen, ob er vielleicht eine schwangere Ex-Freundin hat. Ey, hör auf. Okay, alles klar. Herr Dr. Gruber. Meine Frau hat mich gebeten, ein Rezept für Sie abzuholen. Sie wissen schon, so Tropfen, die sie manchmal für einen Kreislauf braucht. Ja. Ich weiß Bescheid. Kommen Sie. Ich hab zu tun, Lilly. Okay. Wöhlert. Regina war das, ja? Mhm. Damals. Unterziehen Pforte. Einen Moment. Ich möchte nicht drängen, aber... Ich muss nur kurz schauen. Sie waren bei mir noch nicht als Patient, ne? Na, der Doktor Wissenmann ist mein Hausarzt. Verstehe. Dürfte ich kurz Ihren Arm haben? Danke. Ihre Fürsorge in allen Ehren, aber... Der Puls ist, glaub mal, schwach. Sie sind schwitzig. Und Ihre Hautfarbe gefällt mir auch nicht wirklich. Ich werde Ihnen ein Vitaminpräparat verschreiben. So,
Dann ist das hier für die Frau und das hier ist für Sie. Danke. Jetzt sind Sie offiziell mein Patient und wir können ganz offen darüber sprechen, was Sie belastet oder worüber Sie sprechen wollen. Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Wenn Sie so freundlich würden, mir sagen, was dieses Affentheater hier soll. Ich würde gern mit Ihnen darüber sprechen, wie wir Ihrer Schwiegertochter helfen können. Natürlich, klar. Ich meine, sie hat mir erzählt, was vor 2 Monaten in Graz passiert ist. Ich bin im Bilde. Ja, ich, Herr Wöllert, wie gesagt, ich bin weder die Polizei noch das Gericht. Ich bin der Arzt Ihrer Schwiegertochter und ich würde ihr wahnsinnig gerne helfen. Es ist aber nicht möglich, so wie die Situation sich im Moment darstellt. Ich wollte das nicht. Das ist einfach so passiert. Ich bin kein schlechter Mensch. Ja. Ich habe sie einfach immer sehr gemocht. Und dann. Ja. Ich glaube, Sie verstehen die Situation nicht, Herr Wöllert. Ihre Schwiegertochter ist in einer sehr schlechten psychischen und körperlichen Verfassung. Und wenn wir ihr nicht helfen können, dann kann es unter Umständen letal enden. Ach. Ich habe das mit der Lara besprochen. Nein, das haben Sie nicht besprochen, so wie ich das verstanden habe. Sie haben ihr gesagt, wie die Situation zu handhaben ist. Und wenn sie mich anzeigt, was ist dann? Mein Sohn wird mit mir brechen. Meine Frau wird mich verlassen und die Firma geht am Bach runter. Das nimmt man Konsequenzen tragen, Herr Wöllert. Wie Sie gerade gesagt haben, Sie sind weder die Polizei, noch sind Sie das Gericht. Und das, was zu klären ist, das werden wir innerhalb der Familie klären. Herr Wöllert. Ist alles okay? Ich werde noch eine Runde laufen gehen, okay? Brauche ein bisschen Sauerstoff im Hirn. Tu das. Jan, tut mir leid. Ich hätte es dir früher sagen sollen. Okay. Ich lieb dich. Hat der Papa einen Schlüssel vergessen? Bleibst du kurz hier? Versprochen? Indianer-Ehrenwort? Hast du einen Moment? Nein, ehrlich gesagt nicht. Du hast mit dem Dr. Gruber geredet. Wir haben besprochen, dass das unter uns bleibt. Geh bitte. Lara, vielleicht gönnt ihr euch einfach mal Zeit zu zweit, der Jan und du. Eure Hochzeitsreise ist doch damals ins Wasser gefallen wegen deiner Schwangerschaft. Wie wär's? 3 Wochen an irgendeinem wunderschönen Ort. Nur ihr beide. Die Regina und ich passen auf die Kleine auf und ihr genießt einfach mal wieder ein bisschen das Leben. Ich zahl natürlich. Ich scheiß auf dein Geld. Hörst du? Und jetzt geh. Ja. Geh. Was warst du? Leni!
sie allein gelassen, oder? Hier, Schatzi, komm mal. So, genug Badezeit. Papa, will er nicht rausholen? Ja, das macht er doch gerade, der Papi. So, ich kann dir scheinbar überhaupt nicht mehr vertrauen. Komm, Schatzi. Hola, Chica. Zeit zum Umziehen. Enchiladas, Tortillas, Guacamole. Gepflegter Pitcher mit eiskaltem Bier. Unserem romantischen Abend steht nichts mehr im Wege. Vamos. Gib's mir noch 20 Minuten? Es waren vor 20 Minuten schon 20 Minuten. Ja, ich weiß, aber... Tanja. Aha. Hallo? Oh. Gute Besserung dir, hm? Ciao. Was ist? Tanja fällt mit akuter Migräne aus. Ach. Lass es uns verschieben. Hm? Und wenn ich heute nicht wenigstens die Belege fertig kriege, dann hängt mir das wieder die ganze Woche nach. Hm? Wir holen so bald wie möglich nach. Hm? Klar. Mach mal. Dann nutze die Zeit und schau mal wieder bei den Jungs von der Bergrettung vorbei. Hm? Viel Spaß. Ich frage mich halt, was das Beste für unser Kind ist. Ich habe nur ein Problem, Franziska. Wenn ihr beiden, also Anja und du, ihr euch begegnet, dann geht es Anja schlecht. Und wenn es Anja schlecht geht, geht es mir schlecht. Und irgendwann kriegt unser Sohn mit, dass das nur Stress ist. Verstehst du? Das verstehe ich, aber du hast gesagt, du willst dich einbringen. Ja, das will ich. Und das werde ich. Und das würde ich auch tun, wenn ihr zwei in München lebt. Also, wenn du ständig nach München fährst, dann ist die Anne damit genauso konfrontiert. Ja, aber anders. Das ist dann was anderes, verstehst du? Und was, wenn dein Sohn mal die Ferien bei seinem Vater verbringen will? Also, ich denke, es wäre besser, wenn wir hierher ziehen und für klare Verhältnisse sorgen. Franziska, du hast zu mir gesagt, du akzeptierst meine Entscheidung. Martin, ich werde der Anne nie den Platz an deiner Seite streitig machen. Das weiß ich, das... Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr aussehe wie so ein Walross, dann werde ich mich hoffentlich auch noch mal verlieben und... Alle! Ja, genau das habe ich gemeint. Sie wird irgendwann damit klarkommen, Martin. Ja, irgendwann. Telefonieren wir nachher noch? Ja. Jetzt wart doch. Hör zu, ich habe Franziska getroffen, um mit ihr über die Situation zu sprechen. Und zwar in deinem Sinne. Und auch darüber, dass sie eben nicht hierher zieht. Und ich habe auch darüber nachgedacht, dass sie das alleinige Sorgerecht kriegt. Wegen mir? Nein, wegen uns. Und dann bin ich diejenige, die zwischen dir und deinem Kind steht. Die blöde Kuh, die dir dein Kind weggenommen hat. Nee, danke, auf die Arschkarte kann ich verzichten. Nein, Anne, weißt du, ich versuch Lösungen zu finden, verstehst du das? Für den ganzen Mist gibt's aber keine Lösung. Ich werde jetzt erstmal zu Susanne ziehen. Ja, erstmal. Ich denke, wir sollten die Hochzeit erstmal absagen, bis wir wissen, was sie tun. Mach das jetzt bitte nicht, Anne. Tut mir leid. Anne! Alter, es ist so schön. Das ist so krass, man kennt die schönsten Plätze und dann... nutzt sie viel zu selten. Ja, das kenne ich. Ja. Darf ich dich was Privates fragen? Und glaub, jetzt muss ich antworten. Kommt drauf an.
Wann hast du eigentlich erfahren, dass der Hans gar nicht dein richtiger Vater ist? Kurz vor meinem 10. Geburtstag. Bin dann erstmal abgehauen. Also hatte dein richtiger Vater... Der Martin? Eine Affäre mit deiner Mutter. Ja. Und jetzt bekommt er Kind mit seiner Ex-Freundin. Echt? Ja. Also könnte man sagen, dass er grundsätzlich die Kinder mit den falschen Frauen kriegt, oder? Ja. Weißt du was? Das mag ich an dir. Bei dir klingt einfach alles so einfach. Naja. Übrigens bin ich heilfroh, dass er damals ein Kind mit der falschen Frau gekriegt hat. Sonst. Sonst? Sonst könnte ich dich jetzt nicht küssen. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Ehrlich gesagt auch nicht. Hoffentlich kennt uns hier keiner. Schaut nicht so aus. Ist okay? Sehr okay. Dann schläft wieder. Und? Willst du mir noch sagen, wer es war? Ich kenne nicht mal seinen Nachnamen. Und sein Vorname? Kenne ich ihn? Er ist Paul. Paul? Ja. War er gut, der Paul? Vergiss es. Ich glaub dir nicht. Ich glaub dir überhaupt nichts mehr. Lange? Ich hab keine Ahnung, wie das jemals mit uns wieder gut werden soll. Cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, das wäre so viel Arbeit, so ein Motorrad. Das macht ja halt Spaß. Das ist ein Hobby. Stimmt. Sag mal, der Hans ist doch mit der Susanne zusammen, oder? Ja. Vielleicht brauche ich auch eine Brille oder so, aber das da vorne ist doch nicht die Susanne, oder? Ich fass es nicht. Sollen wir Hallo sagen? Na, wir müssen abfahren. Hi, na, wie war dein Date? Schön. Und bei dir? Geht so. Anne will die Hochzeit absagen, ist in Wilden Kaiser gezogen und sagt, dass das Ganze keinen Sinn macht. Aber du kannst jetzt nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Ich habe einen Plan. Dazu brauchen wir jeden, den wir kriegen können. Die Oma schläft schon. Macht nix. Weck sie auf. Und zwar jetzt. Komm. Kemper? Ja, nein, ich bin nicht krank. Ich habe nur private, wichtige Dinge zu erledigen, die... Genau, jetzt will ich Sie bitten, dass Sie die Termine alle auf morgen verschieben. Geht das? Geht super. Schon. Ja. Danke. Ja, und jetzt?
Oben sind wir soweit fertig. Das heißt, nächster Schritt ist Farbe, Abdeckplane, Pinselrollen, das ganze Zeug. Ja? Ja. Herr Wöhlert. Aha, okay. Wie hoch? Ja, ich mache mich auf den Weg, bin dann gleich bei Ihnen. Bis dann. Ist das okay? Die Frau Wöhlert hat Fieber gekriegt. Die musste jetzt mal kurz hin. Das heißt, ich ziehe mich um und euch schon mal danke fürs Weitermachen. Ist ja klar. Gut, ihr habt gehört, was der Chef gesagt hat. Abdeckfolie, Pinselfarben. Auf geht's. Mama? Bei der Arbeit? Ja, komm, los geht's. Ich muss noch mal in die Praxis. Was? Jetzt? Ja, ich bin gleich wieder da. Okay. So, Herr Wöhlert. Ich bin da. Wo ist Ihre Frau? Sie ist oben. Tür ist offen. Sie kennen sich ja aus. Was ist los, sorry. Ja. Blutdruckkammer 90 zu 60 und die Temperatur 40,1. Ich werde jetzt noch Blut abnehmen, damit wir überprüfen können, ob Sie einen Infekt haben, der auch in Ihrem Stress begründet ist. Ja? Wie ich sehe, haben Sie die Situation mit Ihrer, nennen wir es, kleinen Notlüge vielleicht nicht ganz im Griff, ne? Ja, geht's. Aber wir werden das schaffen. Ich werde das schaffen. Ganz sicher. Es ist mir passiert und ich entscheide, was zu tun ist. Ich mag ihn eben. Er ist aber mit der Susanne zusammen. Lynn, die haben ein gemeinsames Kind. Weißt du eigentlich, wie sehr die gekämpft haben, dass die das miteinander hinbekommen? Ja, das hat der Hans mir erzählt. Aber wenn er so glücklich wäre mit der Susanne, ich meine, er ist gestern zu mir gekommen. Habt ihr den Verstand verloren? Wenn du sie schon so ins Zeug legst für alle, dann frag dich doch mal bitte, ob der Hans das genauso sieht. Wie bitte? Wer hier mit wem glücklich ist, das entscheidest nicht du, Lilly. Ich werde sicher nicht zuschauen, wie die Beziehung von meinem Papa einfach den Bach runtergeht. Du lässt die Finger von ihm. Hast du mich verstanden? Okay. Das ist auf dem Kopf. Geht's? Ja, ja. Na Scheiße, war kurz. Hm? Na. Alexander. Martin, es gibt Neues von der Patientin Wöhlert. Aus dem Labor. Der CRP liegt bei über 50 und die Herzenzyme sind stark erhöht. Was nur einen Schluss zulässt. Martin? Eine was? Eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung. Vermutlich viral bedingt, war im CT und im Ultraschall nicht zu sehen. Und im Labor auch erst, nachdem die Entzündungswerte in die Höhe geschnellt sind. Und daher gehen wir davon aus, dass der Beginn der Erkrankung vermutlich erst einige Tage her ist. Also deswegen bin ich zusammengeklappt? Genau, so schaut's aus. Und in jedem Fall war es so, dass die Myokarditis sich auf die Leber ausgewirkt hat. Das heißt, die Leber konnte den Wirkstoff Propranolol nicht verstoffwechseln. Dann war es also nur der Körper und keine psychische Reaktion auf das, was mir passiert ist? Eigentlich ja, aber man kann es so nicht sagen, Frau Wöhlert, das gehört eben alles zusammen, Körper und Geist. Insofern, Sie bekommen jetzt von mir erstmal ein antivirales Medikament. Das nehmen Sie bitte 2 Wochen lang. Sie sind jung. Und ich nehme an, dass dann die Entzündung verschwunden sein wird. Was allerdings nicht verschwinden wird, sind die Albträume? Die Erinnerungen? Vermutlich, ja. Und vielleicht erwägen Sie doch noch mal eine Therapie zu machen. Auf alle Fälle bekommen Sie jetzt hier das Medikament. Das nehmen Sie bitte morgens und abends. Immer zur selben Zeit. Einfach einen Wecker stellen, ja. Und falls was sein sollte, melden Sie sich. Jederzeit? Jederzeit. Danke. Dr. Gruber? Ja, hallo? Ich hätte gern ein Taxi in Buchenweg 3. Dankeschön. Sie hatten recht. Womit? Ich kann nicht länger wegrennen. Was heißt das? Ich werde mit Jan reden.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dr. Gruber? Danke. Ist dein Vater da? Nein. Fühlt sich nicht so wohl, sagt die Mama. Sie ist zu Hause. Gut. Fahren wir hin. Warum? In Ruhe, ja? Glaub mir, ich würde alles dafür tun, das wieder ungeschehen zu machen. Du hast es meiner Frau angetan. Der Mutter deiner Enkeltochter. Du hast es mir angetan. Sieh mich an. Du sollst mich verdammt noch mal ansehen, habe ich gesagt. Du wirst zur Polizei gehen und du wirst eine Selbstanzeige machen. Jan, bitte. Deine Mutter wird es nicht verkraften. Mama, kümmern wir uns, mach dir keine Sorgen. Aber du, du wirst dir alles erzählen. Ich weiß nicht, ob sie dich einsperren oder nicht, aber ich will dich nie mehr wiedersehen. Nicht bei uns zu Hause und auch nicht in der Firma. Jetzt lasst uns doch in Ruhe noch einmal darüber reden. Du hast genug Zeit, darüber zu reden! Ich werde dir das niemals verzeihen, das weißt du. Kommst du? Je vous rappelle demain. Bien. Jusqu'à demain, Simon. Einsteigen. Ich denke nicht dran. Oh doch, das tust du. Ich habe eine Überraschung für dich. Grande Surprise. Maintenant. Nee. Komm jetzt. Bitte. Na komm. Und sitzen bleiben. Was ist? Ja, ich komm schon. Thank you.
Aussteigen. Kannst du auch in ganzen Sätzen reden? Ja. Möchtest du aussteigen? Danke. So, und hier das Empfangskomitee. Na komm, los geht's. Meiden hier jetzt. Was? Alexander, der Mann ist mein einziger Freund. Ich ziehe in Betracht, die Klinik zu verlassen. Macht er eh nicht. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt die Augen zu, Augen zu, die Augen sind zu, ja? Ja, 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 ja. Komm. So, ein bisschen weiter. Augen auf. Wow. Das ist ja wunderschön. Ja, wir haben alles gegeben. Wahnsinn. Ist das altrosa? Nein, das ist blassrosa. Aber du hast rosa. Ja, aber wenn du rosa bestellst, dann kriegst du rosa. So, und das haben wir so gemacht, wie es jetzt ist. Und ich finde, dass das wir sind. Wir beide. Da können wir jetzt sein. Du und ich. Und dein Sohn, der 3 Kilometer weit entfernt bei deiner Ex-Freundin groß wird. Anne, bitte. Ich überlege, ob ich den Sorgerechtsvertrag nicht unterschreibe. Nein. Nein, das will ich nicht. Das bist nicht du. Also, du glaubst, wir haben eine Chance, es hinzukriegen. Wir haben uns. Deswegen haben wir eine Chance. Ich hoffe, dein Sohn wird mich mögen. Wenn er meine Gene hat, zu mir zu sein. Es wird nicht leicht. Seitdem er behauptet. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Ach. Und dann können wir mal Platten hören.